Das ist die Geschichte von Walter Black, einem hoffnungslos depressiven Individuum. Irgendwo in ihm steckt der Mann, der sich mal verliebt hatte, eine Familie gründete und der ein erfolgreiches Unternehmen leitete. Dieser Mann ist verschwunden. Trotz allem, was er versucht hat. Und er hat alles versucht. Kann Walter ihn nicht mehr finden. Es ist so, als sei er gestorben und habe vergessen, seinen Körper mitzunehmen. So flüchtet er sich die meiste Zeit in den Schlaf. I think it's a very interesting and challenging experience for an audience. And I can honestly say I don't believe anyone has ever seen a movie like this. I really genuinely, that is the one thing that people take out of the theater. They say, I have never seen a movie like this and I've never had an experience like this. It's a very painfully emotional film. And I think that's the biggest surprise, is that a movie can start out with such a high concept, and by midway through the film, you are so invested in the characters and so moved by them that you see your own small details and tapestries of your life with your family through them, and you completely forget that, you know, he's got a puppet on his hand. It's disgusting, but somebody's got it. Hey, there he is. Hey, we was afraid we was gonna have to start without you. This is a joke, right? No, son. No, hardly. It's a new start. Isn't that right, my little minx? Hey, you wanna know a little trick? When you want a woman to know exactly how you feel. Don't start. Yeah. Sieh dich an. Ich bin krank. Willst du gesund werden? Wer bist du? Ich bin der Biber, Walter. Und ich bin hier, um dein verdammtes Leben zu retten. Die Person, die Ihnen diese Karte zeigt, wird von einer Handpuppe betreut, die ihr dabei hilft, eine psychologische Distanz zwischen sich selbst und den negativen Aspekten ihrer Persönlichkeit herzustellen. Das ist ein Witz, oder? Nein, mein Sohn, das ist ein Neuanfang. Guten Morgen, Leute. Ab dem heutigen Tag tritt Walter zurück. Und übergib mir die Geschäfte. Sehen Sie sich das an. Ein Biber? Das ist unsere Zukunft. Das Mr. Biber Holzhacker-Set verkauft sich wie von selbst. Ich war bis jetzt geduldig, aber ich will dich, nicht ihn. Der Mann ist nicht zu retten. Er ist tot. Ich will Daddy. Ich weiß, Henry. Als ich ein kleiner Junge war, wollte ich immer so sein wie du. Dann wurde ich älter und wollte nur noch ganz anders sein. Ich weiß. Wie fangen wir an? Mit dem, was am besten war.